Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update und eventuell schon über Season 6 hinaus. Seit dem neuen Patch, also Season 6, sind wieder eine Menge Sachen in den Quellcodes aufgetaucht, die ich durchgehen will. Das sind alles Leaks, das möchte ich wie immer betonen. Kann so kommen, muss nicht. Um was geht's heute? Zwei neue Erbstücke. Das erste von beiden ist schon sehr, sehr nah. Beide Erbstücke können wir auf jeden Fall in Season 6 erwarten. Eine neue Waffe wurde gefunden. Haltet euch fest, eine neue Map, bevor Olympus überhaupt in Season 7 wahrscheinlich rauskommt. Vielleicht ist das auch nur ein Code für Olympus, man weiß es nicht. Ich bin auf eure Interpretation gespannt. Ich habe sämtliche Quellcode-Fetzen auf jeden Fall, die ich nachher noch einblenden werde. Das nächste Event steht schon an, wahrscheinlich in 2 bis 4 Wochen spätestens sollte das nächste Event anstehen. Wird sehr, sehr interessant. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Was könnte Apex bald mit einer Netflix-Serie zu tun haben? Wir sind sehr gespannt. Es sind auf jeden Fall mega, mega geile Informationen. Bleibt bis zum Schluss dran. Es lohnt sich, wie immer, jetzt schon mal dem Video einen Daumen da lassen. Aber wenn ihr Neues habt, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und gerne nochmal den Shoutout an die ca. 38%, die regelmäßig einschalten und noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mich sehr auf dem Weg zur 10.000 unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Viel Spaß jetzt bei den Informationen. Ich starte direkt mal mit den beiden Erbstücken. Das erste Erbstück ist für Caustic mit der Kopplung des neuen Events, was zwischen dem 8. und 16. September wohl starten soll. Was das genau für ein Event sein soll, Einzelheiten habe ich auch für euch. Ich blende euch erstmal ein, was das für ein Erbstück sein soll, beziehungsweise den Quellcode-Fetzen. Moment, das war schon das Bild. Ach, machen wir das Bild einfach mit dazu. In den Quellcode-Fetzen steht Melee Skin Caustic Hammer Name. Martello della Morte, das klingt schon mega edel. Es soll sowas wie eine Art Vorschlaghammer sein. Ich habe hier einfach mal aus dem Internet grob ein Bild rausgesucht. Passt definitiv zu Caustic und widerlegt vor allen Dingen endlich dieses Gerücht, was ich schon lange nicht verstehen konnte, warum so viele denken, dass Respawn so unkreativ sein könnte. In den letzten Trailern gab es ja diese riesen Caustic-Nox-Dings, wo er mit diesem Teil halt rumschwingt und viele dachten, dass das Caustic-Erbstück, es wäre ja sowas von, nehmt mir das nicht für übel, aber ich wäre das wäre so unkreativ. Deswegen finde ich das mit diesem Hammer oder Sledge, es könnte übrigens sein, dass der Sledgehammer heißt im Englischen, lassen wir uns mal überraschen. Als nächstes kommen wir zu Bangalore. Bangalores Erbstück soll wohl so eine Art Polizei- oder Militärschlagstock sein. Melee Skin Bangalore Heirloom Name Bangalores Tonfa. Und Tonfa soll wohl so eine Art Begriff für einen Polizeistock sein. Das zu den Erbstücken. Kommen wir zur neuen Waffe. Sie soll Predator heißen, finde ich schon mal ein interessanter Name. Wir blenden hier mal ein paar Bilder ein. Und zwar ist das gleich das allererste hier. Das ist schon ein paar Tage älter. Und zeigt, dass es wahrscheinlich eine schwere Waffe ist. Dahinter liegt die Devotion mit Energiemunition. Ich dachte ursprünglich, Mensch, das sieht doch aus wie die Longbow. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, erkennt man aber, dass es mit Sicherheit nicht die Longbow ist. Ich mache das Bild mal wieder weg. Ist wie gesagt schon ein paar Tage älter. Dann haben wir hier noch die Quellcode-Fetzen rund um die neue Waffe, die Predator. Wann die kommt, steht natürlich alles in den Sternen. Wenn wir uns erinnern, die Quellcode-Fetzen für die Volt-SMG oder die K-SMG, die kursierten schon locker über einem Jahr in dem Quellcode-Fetzen oder in dem Quellcodes allgemein. Und schaut mal, wie lange es jetzt gebraucht hat, bis die Volt-SMG endlich ins Spiel kam. Und dann haben wir hier noch ein geleaktes Bild von Shrugtall. Und zwar könnte grob die Waffe so aussehen. Für mich sieht es erstmal so ein bisschen aus wie so eine Shotgun. Passt aber nicht zur schweren Munition. Zumindest wenn man dem Bild, was ich euch hier gezeigt habe, Glauben schenken kann, dass es eine Waffe mit schwerer Munition sein könnte. Das soweit zur neuen Waffe. Was ich in der Anmoderation gar nicht erzählt habe, ein fleißiger Abonnent namens Deadly, danke dafür, der hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Und zwar unter dem Patchnote-Video, was ich für Season 6 rausgehauen habe, habe ich ja den kompletten Devstream im Hintergrund gezeigt. Und ihm ist etwas aufgefallen, was man sieht, wenn in die Kryptodrohne gewechselt wird. Und er hat mich gefragt, kannst du mir bitte erklären, was das hier ist. Wie gesagt, wer das Video dazu noch mal sehen will, es ist das Patchnote-Video, Minute 16, 22, irgend sowas. Und ihm ist aufgefallen, dass da irgendwas auf dem Boden liegt, was man nicht identifizieren kann. Ich habe es mir genauer angeguckt, ich kann es auch absolut nicht identifizieren. Ist das vielleicht irgendwas aus dem Titanfall-Universum? Ich zoome das jetzt mal extrem groß, sollte die Qualität nicht groß mindern. Für mich sieht das aus wie so eine Art Bolzen mit so einem Henkel dran, wo du reingreifst und dann kannst du das so aufheben. Das macht natürlich wahrscheinlich absolut null Sinn.
Was vielleicht, könnte das vielleicht eine Munitionsart für einen Granatwerfer zum Beispiel sein? Der Granatwerfer ist ja auch schon ewig in den Quellcodes, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ist das aber auch irgendein legendärer Hop-Up. Aber es sieht halt auch nicht wie ein Hop-Up aus. Es ist auf jeden Fall Farbe lila. Also es muss irgendwas, nicht legendär, sondern episch, irgendwas Episches sein. Ich kann es aktuell nicht deuten, was es sein soll. Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Kommen wir zum Event in Verbindung mit dem Core-Stick-Erbstück. Und zwar, dieses Event nennt sich Aftermarket Collection Event in Verbindung mit dem Core-Stick-Erbstück. Das hatte ich schon erzählt. Ich gehe mal so ein bisschen drauf ein. Interessante Zeile wäre die dritte. Auf der rechten Seite: Unlock the Core-Stick Heirloom Set for free when you complete the Aftermarket. Das heißt, im Endeffekt ist es wieder ein Collection Event wie jedes andere in Verbindung mit einem Erbstück. Du musst ja erst einmal sämtliche Packs, wahrscheinlich wieder pro Pack 7 Euro ausgeben. Also sind wir bei über 120, 130 Euro, um dann kostenlos, in Anführungszeichen, völlig dämlich eigentlich, dann das Erbstück zu bekommen. Oder wir warten wieder, bis das Event zu Ende ist, und dann kommt es in den normalen Erbstückpool. Und wenn wir Splitter ziehen, können wir uns dann direkt das Erbstück ziehen. Was gibt es noch über das Event zu sagen? Ich hatte schon mal drüber berichtet, denn wie funktioniert der Modus? Der Modus könnte sehr, sehr interessant werden. Hier stehen erstmal ein paar Herausforderungen, zum Beispiel 10.000 Schaden, während du im Flashpoint-Modus spielst in der Zone, oder 100 Leute töten, 10-mal gewinnen und so weiter. Auch hier möchte ich nicht näher drauf eingehen. Interessanter sind eigentlich die Regeln für dieses Event. Wie genau, hups, falscher Fetzen, wie genau soll dieses Event funktionieren? Also entweder nennt sich das Flashpoint- oder Campfire-Modus. Und es wird unter den Always-Be-Closing-Regeln funktionieren. Das heißt, wir springen wieder raus und die Zone schließt sich dauerhaft ohne rundenbasierenden Stopp. Wir können uns wohl scheinbar in diesem Event oder in diesem Modus nicht heilen mit Schildzellen und Spritzen, denn wir finden sie einfach nicht als Loot. Und da wird es dann interessant, wie wichtig die Rolle von Octane, von Lifeline und von Watson wird. Werden die Fähigkeiten vielleicht deaktiviert? Könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen. Denn wir können uns nur an bestimmten Flashpoints heilen. Sieht wohl so aus wie so ein Respawn-Beacon, an den gehst du ran und dann kannst du dich über Zeit heilen, quasi wie bei der Heildrohne von Lifeline. Es wird halt interessant. Kann man Lifelines Drohne aktivieren? Kann man den Watson-Mast aktivieren und die Schildzellen werden wieder geladen oder die Schilder werden geladen? Und Octane, der sich ja selbstständig als passive Fähigkeit heilt. Denn das ist so ein bisschen der Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass genau die drei Legenden diesen Modus regieren werden. Das ist zumindest nicht unbedingt meine Befürchtung, aber könnte interessant werden. Das grob dazu, wie der Campfire- oder Flashpoint-Modus funktioniert, auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt kommen wir zu Tropic Island. Sehr, sehr mysteriös. Ich blende euch zwei verschiedene Leaks ein. Einmal von Tractor und einmal von Biast 12. Beides Dataminer, die sehr, sehr viele Sachen in den Quellcodes immer finden. Zum einen Tractor, unten da steht Tropic Island als Name und da oben drüber schreibt er auch Tropic Island Map. Und der obere Quellcode-Fetzen, da steht einmal Desertlands. Desertlands ist eigentlich für mich besser bekannt als Kings Canyon und nicht als World's Edge. Keine Ahnung, warum das da so steht. Und drunter steht Tropic Island und nochmal Tropic Island in Anführungszeichen. Und auch da steht, it look likes Tropic Island is a new map. Es ist ein bisschen verwirrend. Es könnten jetzt mehrere Gerüchte darum stehen oder was das bedeutet. Entweder ist das nur ein Code, um uns von Olympus abzulenken. Vielleicht kriegen wir in Season 7 gar nicht Olympus und wir kriegen eine völlig andere Map. Vielleicht arbeiten die aber schon so weit in der Zukunft, dass die in Season 9, 10 oder 11 schon die vierte Map bringen, was für mich aber keinen Sinn macht. Warum? Also Sinn schon, aber warum steht das jetzt schon in den Quellcodes, wenn die daran basteln? Macht für mich erstmal wenig Sinn. Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich wieder so eine ganz grobe Interpretationsgeschichte. Vielleicht soll auch Tropic Island für Olympus stehen und einfach absichtlich für die Dataminer, die immer ein bisschen schnüffeln. Und vielleicht soll das von Olympus ablenken. Keine Ahnung. Mehr Informationen habe ich darüber leider nicht. Und es ist auch wie immer eine reine Interpretationssache. So, jetzt haben wir über alles Interessante gesprochen, was noch kommen soll. Jetzt kommt aber der absolute Hammer. Ich blende euch mal folgenden Post auf Twitter ein. Und zwar,
Apex Legends und Netflix. Ich lese euch das mal vor. Respawn would love to work with Netflix or other stream services on an animated Apex Legends series in the future. Brauche ich, glaube ich, nicht übersetzen, aber ich erzähle einfach mal grob. Respawn würde gerne mit Netflix oder einem anderen Streaming-Dienst arbeiten, um irgendwann in der Zukunft eine animierte Apex Legends-Serie zu machen. Wie geil wäre das denn bitte? Dieser Post ist, glaube ich, schon 3-4 Tage alt. Ich habe noch niemanden gesehen, der darüber berichtet hat, was mich extrem wundert. Denn eine Netflix-Serie, es haben viele schon vor Monaten unter vielen meiner Videos geschrieben, immer wenn ich so eine Trailer-Premiere gemacht habe, haben viele geschrieben, wäre es nicht geil, wenn wir eine Apex Legends-Serie bekommen würden, eine animierte. Es wäre doch der absolute Wahnsinn. Eure Meinung bitte in den Kommentaren. Was würdet ihr von einer Apex Legends-Serie halten? Also ganz ehrlich, wenn die beiden kooperieren würden, also Netflix und Respawn, das wäre so eine heftige Win-Win-Situation. Erstens ist Netflix nicht gerade ein unbekannter Streaming-Service. Und wenn da so eine neue Serie reinkommt und vielleicht irgendwelche Serien-Junkies, die Apex Legends gar nicht kennen, auf diesen Apex Legends Hype aufspringen, sich diese Serie reinziehen und dann feststellen, Alter, das ist ja eine Serie über ein Spiel. Vielleicht haben die ja dann Bock. Das ist natürlich, wie gesagt, die Win-Win-Situation. So gewinnt Respawn vielleicht mehr Apex Legends Spieler und umgedreht gewinnt Netflix natürlich wahrscheinlich zuhauf mehr Zuschauer. Netflix sollte bewusst sein, dass Respawn Stand vor locker einem halben, dreiviertel Jahr schon 70 Millionen Spieler hat. Und wenn Netflix dann auf einmal so ein beliebtes Spiel als animierte Serie in ihr Repertoire mit aufnimmt, dann werden wahrscheinlich die Zuschauerzahlen nochmal extrem in die Höhe steigen. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr geil finden. Lasst mich in den Kommentaren jetzt im Allgemeinen wissen, was ihr von den gesamten Leaks haltet, was ihr von der Netflix-Serie halten würdet. Ich würde es mega feiern. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es jetzt von mir. Viel Spaß noch. Das war's. Wie oft sage ich noch, das war's. Achso, morgen gibt es übrigens den nächsten Livestream, wenn ihr tagesaktuell zum Samstag dieses Video seht. Zwischen 11 und 12 Uhr geht's los. Haut rein!